Ja, herzlich willkommen bei der Firma Wiesentec aus dem Münsterland. Wir bauen hier Reisemobile, Weltreisemobile, Expeditionsmobile und hier haben wir eine Wohnkabine, die wir bereits ausbauen. Das Ganze kommt nachher auf einen 917, Mercedes-Benz 917 Allrad. Ja, wie weit wir sind, was wir aktuell gemacht haben und was wir vielleicht auch noch vorhaben, das zeigen wir euch jetzt einmal. Kommt mal mit. Ja, hier stehen wir jetzt vor dem Fahrgestell, Mercedes-Benz 917 4x4. Was haben wir bisher gemacht? Den ganzen Feuerwehraufbau haben wir runtergenommen, haben das Fahrgestell etwas aufgearbeitet, die Druckluftkessel in den Innenrahmen gesetzt, den kleinen Dieseltank mit ungefähr 60 Liter haben wir demontiert, hat dann zwei neue Tanks bekommen, komplett aus Aluminium, 2x300 Liter mit einer Umschalttechnik, dass ich von links nach rechts schalten kann. Hier vor dem Rad werden extra noch Abwassertanks angefertigt, auch komplett in Schwarz, damit wirklich nachher die Optik perfekt aussieht. Hinter der Hinterachse werden noch links und rechts jeweils zwei angefertigte Staufächer entstehen, auch aus Aluminium, schwarz gepulvert. Der Hilfsrahmen, der ist jetzt auch schon fertig, federgelagerter Hilfsrahmen. Der ist aktuell beim Pulverbeschichter, damit das Ganze natürlich auch noch super aussieht. Genau. Das Fahrerhaus haben wir auch schon einigermaßen leergeräumt. Das Ganze wird natürlich neu lackiert, das Fahrerhaus. Aber vorher werden wir die neuen Sitze anpassen, denn er hat die alten Sitze, die Schwingsitze sind raus und wird durch neue Luftfedersitze ersetzt, damit man wirklich absoluten Komfort hat, auch während der Fahrt und im Gelände. Genau, so sieht's aus. Und jetzt schauen wir uns die Wohnkabine an. Ja, hier befinden wir uns im vorderen Teil der Wohnkabine. Das Ganze wird nachher unter der Sitzbank verschwinden, unsere Kernelektrik. Hier haben wir 4x200 Ampere verbaut, alles von Victron, bis auf die Starterbatterien. Die haben wir uns auch reingeholt, die werden noch ersetzt durch AGM-Batterien. Hier ist unsere Hauptverteilung und hier unser Multiplus. Das Ganze steht jetzt erstmal, wird noch weiter verkabelt. Im nächsten Step folgen Ladebooster, Kleinverteilung und so weiter. Hier haben wir unsere Heizungsanlage von Autotherm verbaut. Das Ganze wird nachher unter einem Sockel verschwinden, unterm Tischsockel. Und diese ganze Autotherm-Anlage läuft als Twin-Version. Somit habe ich eine Heizungsanlage, die quasi die Wohnkabine wärmt. Ist es mal kälter, kann ich die zweite Heizungsanlage noch dazu schalten, wenn es mal richtig kalt wird. Ja, hier mal aus einer anderen Perspektive. Ich kann schon mal so einigermaßen Probe sitzen auf unseren Sitzböcken. Eingetragene Sitzplätze zweimal. Deswegen, man sieht hier auch die Anschnallgurte. Das Ganze wird nachher in der Dinette verschwinden und somit kaum sichtbar sein, dass hier wirklich Anschnallgurte, dass man hier während der Fahrt mitfahren kann. Hier unten sieht man die Autotherm, die dann auf diesen Wasserboiler geht, 10 Liter. Das Ganze noch ein bisschen provisorisch verlegt, wird nachher noch sauber beigearbeitet. Genau, ja, wenn ihr mehr sehen wollt, hier sehen wir im Hintergrund schon das Badezimmer, das wird als nächstes entstehen. Wasseranlage und Elektrik wird weiter aufgebaut. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr sehen möchtet und dann werden wir es euch zeigen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.